Wow, das ist ja der Wahnsinn! Oh, das würde ich gern mal ausprobieren. Ich bräuchte nur einen richtig großen Drachen, mehr nicht. Okay, jetzt kann's losgehen. Hey, aufpassen! Entschuldigung, Moose. Hi, Moose. Warte auf mich, Norman. Das macht riesen Spaß. Oh, das musst du unbedingt auch mal ausprobieren, Sarah. Meinst du wirklich? Was ist denn los mit dir? Hast du Angst? Nein, ich hab keine Angst. Ich doch nicht. Dann beweis es doch. Und ob. Dann mach dich bereit zum Abflug. Siehst du, das macht Spaß. Hab ich recht? Halt! Anhalten! Du fährst viel zu schnell. Aber ich weiß nicht, wie ich anhalten soll. Ah, ich will hier runter. Das meinte ich nicht, als ich vorhin sagte, mach dich bereit zum Abflug, Sarah. Halt dich fest. Was glaubst du, was ich hier tue? Nur keine Sorge, Sarah. Ich rufe sofort Feuerwehrmann Sam. Oh, und achte gut auf meinen neuen Drachen, solange ich weg bin, ja? Norman! Sarah steckt in Schwierigkeiten, Sam. Oben auf dem alten Feldweg. Wo steckt denn bloß Hauptbrandmeister Boyce mit Jupiter? Sam, es gibt ein winziges Problem. Jupiter steckt unter der Brücke fest. Oh nein! Was tun wir jetzt nur? Da können wir wohl nur eins tun, Penny. Wo ist sie hingeflogen? Über das Feld, da vorne lang. Ich habe noch versucht, sie festzuhalten, Sam. Keine Sorge, Norman. Jetzt bin ich ja da. Ruhig bleiben, Sarah. Ich hole eine Leiter. Ich habe Hilferufe gehört. Was ist los? Hilfe, Sam! Hilfe! Vergessen wir die Leiter. Ich habe eine bessere Idee. Kann ich irgendwas tun? Halt das Sprungtuch mit fest, Moose. Und nicht loslassen, ja? Okay, Sarah. Und jetzt lässt du dich so weit runter, dass du nur noch an den Armen hängst. Gut machst du das. Wenn du springst, dann versuch doch mit dem Rücken zuerst aufzukommen. Du kannst jetzt loslassen. Wow, das würde ich ja auch gerne mal ausprobieren.